Und willkommen zur fünften Folge aus unserem großen Ratgeber zum Thema Terrassenüberdachungen. Die letzten zwei Folgen haben wir uns ja Terrassenüberdachungen aus Holz und die unterschiedlichen Holzsorten genauer angeschaut. Jetzt soll es vor allem um Terrassenüberdachungen aus Aluminium gehen. Denn neben Holz ist Aluminium eines der am meisten genutzten Materialien für Terrassenüberdachungen. Ebenso wie für Wintergärten und Carports natürlich. Die Gründe davon sind naheliegend, denn Aluminium hat Holz gegenüber einige Vorteile. Zum einen ist es ideal für weiche Böden oder große Terrassen, da es relativ leicht ist. Es ist außerdem leicht zu bearbeiten, pflegeleicht und langlebig und hat eine sehr moderne Optik. Der Nachteil ist ebenfalls klar. Durch sein geringes Eigengewicht hat es auch eine geringere Standfestigkeit. Es ist wenig anpassungsfähig und vor allem teuer. Kommen wir zuerst zu Stabilität und Gewicht. Allgemein gilt, Aluminium ist ein sehr leichtes Baumaterial. Doch trotz seines geringen Gewichts verfügt es über eine relativ hohe Stabilität. Und das macht das Material für den Einsatz im Garten natürlich sehr attraktiv. Wie oft Aluminium im Gartenbereich wirklich Anwendung findet, ist einem manchmal gar nicht bewusst. Doch wenn man einmal mit offenen Augen durch den Bau- bzw. Gartenmarkt läuft, wird man erstaunt sein. Anders als bei Holz kann Aluminium aufgrund des geringen Eigengewichts hervorragend für weiche Böden, das heißt zum Beispiel Rasenflächen, an denen sich Wasser ansammelt oder schlicht abläuft, genutzt werden. Es ist außerdem ideal zum Überdachen von großen Terrassen geeignet. Denn im Vergleich zu Holz lassen sich mit Aluminium große Dachflächen problemlos konstruieren. Die Stabilität bleibt erhalten und Zwischenstützen sind meist nicht erforderlich. Trotzdem ist das geringe Gewicht gleichzeitig einer der großen Nachteile von Aluminium. Denn eine Terrassenüberdachung aus Alu besitzt nur eine geringe Standfestigkeit. Zumindest verglichen mit Holz. Hier muss fast immer nachgeholfen werden. Ansonsten hält die Überdachung keinem Sturm stand. Es sollte demnach darauf geachtet werden, dass die Füße möglichst fest stehen. Für die Stützpfosten benötigt man bestimmte Verankerungen, die bei den meisten Überdachungen aber mitgeliefert werden. Ein Fundament aus Beton ist nicht unbedingt empfehlenswert, da die Pfosten schon ein wenig nachgeben müssen. Auch die leichte Dachkonstruktion könnte bei starkem Wind oder Sturm zur Gefahr werden und wegfliegen. Daher sollte die Verschraubung immer aus hochwertigem Material hergestellt sein. Der Preis. Wie gesagt, ist Aluminium im Vergleich zu vielen Holzsorten ein teures Baumaterial. Wer also nur ein geringes Budget zur Verfügung hat, der sollte gut kalkulieren. Laut easycarport.de liegt der Preis für Überdachungen aus Aluminium sogar oft doppelt so hoch wie die der Terrassendächer aus Holz. Die Anpassungsfähigkeit. Überdachungen aus Aluminium und natürlich das Material selbst sind eigentlich überall erhältlich. Es lässt sich leicht kürzen und kann so ohne großen Aufwand bearbeitet werden. Da es leicht ist, kann der Aufbau einer Terrassenüberdachung auch von Hand erfolgen. Wenn Sie allerdings das erste Mal mit Aluminium arbeiten, sollten Sie sich zunächst ein wenig darüber informieren, was Sie für Werkzeug benötigen und was Sie bei der Bearbeitung beachten müssen. Auf Wunsch ist Aluminium auch in verschiedenen Farben erhältlich. Es benötigt dann keine Grundierung und keinen Farbanstrich. Aluminium kann meist sofort verarbeitet werden. Auch Bohrungen können leicht durchgeführt werden. Ebenso lassen sich Schrauben und Befestigungen leicht anbringen. Doch erneut ist der Vorteil gleichzeitig ein Nachteil. Für Aufhängungen ist fast immer eine Bohrung erforderlich. Einmal angebrachte Aufhängungen können zwar abmontiert werden, aber die Bohrlöcher bleiben sichtbar. Sie können nur mit farblich abgestimmten Abdeckungen bearbeitet werden. Bekannterweise sehen diese aber nicht immer unbedingt gut aus. Die Abnutzung. Wer keine Lust hat, seine Terrassenüberdachung regelmäßig zu pflegen, der sollte in jedem Fall Aluminium für den Bau verwenden. Denn wie gesagt, erfordert eine Terrassenüberdachung aus Holz doch einiges an Pflegeaufwand. Aluminium hingegen ist langlebig und wetterbeständig. Es hält sowohl starker Sonneneinstrahlung als auch Frost und Schnee stand. Allenfalls sollte das Terrassendach zweimal im Jahr gereinigt werden, aber auch das ist nicht wirklich notwendig. Die Optik. Aluminium hat eine schlanke, moderne Optik. Kombiniert mit Glas kann eine Terrassenüberdachung aus Alu sehr hochwertig aussehen und eignet sich deshalb auch oft für moderne Gärten und Häuser. Vor allem in förmlicheren Designgärten oder minimalistisch gestalteten Gärten sollte auf Aluminium als Material zurückgegriffen werden. Zusammengefasst, egal ob Sie sich für Holz oder Alu entscheiden, beide Materialien haben Vor-, aber auch Nachteile. Wenn Sie auf der Suche nach Inspirationen für die Gestaltung Ihrer Terrassenüberdachung sind, dann empfehlen wir Ihnen, unseren großen Beitrag auf der Website zu besuchen. Hier finden Sie auch an der entsprechenden Stelle ein Pinterest-Board verlinkt, auf der Sie sehr viele Ideen und Inspirationen rund um die Gestaltung und Ausarbeitung Ihrer Terrassenüberdachung erhalten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da.
Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.